Die Bedürfnisse und Ansprüche unserer Gesellschaft wachsen. Windräder und Stromkabel, Wohnungen und Schulen, Glasfaser, Energie und Verkehrsnetze. Alle setzen eine gute Infrastruktur voraus. Die Bauindustrie baut sie, Tag für Tag. Doch es könnte schneller gehen. Forderungen nach mehr Tempo und Effizienz beim Bau von mehr Wohnungen oder dem Ausbau der Infrastruktur sind berechtigt. Denn unsere Art, wie wir leben wollen und die Anforderungen an unseren Industriestandort machen beispielsweise ein zuverlässiges Verkehrsnetz unverzichtbar. Logisch bauen wir Straßen und Brücken. Aber dann baut die doch in Deutschland Tempo, so wie die Politik das will. Dem Supermarkt nutzt das heute nichts, wenn das Obst erst morgen da ist. Flexibles Reisen und sichere Wege. Diese Notwendigkeit macht sich immer dann bemerkbar, wenn es Störungen gibt. Gerade bei der Bahn ist der Nachholbedarf und der Sanierungsstau enorm. Geschäftsreisen im Inland macht meine Firma nur noch mit der Bahn. Der Komfort ist super und man kann wunderbar arbeiten, wenn die Züge auch mal pünktlich sind und das Internet funktioniert. Bei Digitalisierung und Netzausbau kämpft Deutschland seit Jahren gegen die Zeit. Dabei sind sie Voraussetzung für mobiles Arbeiten, eine vernetzte Industrie und gesellschaftliche Teilhabe. Die Kupferkabel in unserer Straße sind bald so alt wie ich. Mein Neffe macht gerade einen Austausch nach Neuseeland. Er hat mich von einer Wanderung angerufen, FaceTime, eigentlich nur, weil er sich über drei Balken Netz gefreut hat. Hoch oben vom Vulkan. Merkst du selber, ne? Der Green Deal zementiert die Ambition der EU, ihre Schadstoffemissionen deutlich zu reduzieren. Der Ausbau der erneuerbaren Energie ist dabei größter Treiber. Naja, wir müssten täglich 6 Windräder bauen, um unsere Ziele bei der Energiewende zu erreichen. Das Problem ist dabei gar nicht mal der Bau, den bekommen wir hin, sondern langwierige Planungen und Genehmigungen. Und auch das Ziel der Bundesregierung, jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen, wird weit verfehlt. Wir laufen Gefahr, dass Wohnen die neue soziale Frage unserer Zeit wird. In meinem Umfeld ist in den letzten Jahren keiner umgezogen. Ist auch kein Wunder. Versucht doch mal eine halbwegs bezahlbare Wohnung hier im Kiez zu finden mit einer Kita in der Nähe, die dann noch ganz zufällig einen Betreuungsplatz hat. Viel Spaß dabei. Gesellschaft und Wirtschaft unterliegen einem komplexen Wandel. Moderne Infrastrukturen sind ein Schlüsselfaktor, damit Deutschland wieder nach vorne kommt. Vernetzte Industrien, lebenswerte Städte, verlässliche Mobilität. Das sollten die Kernanliegen der Politik von heute sein. Mit einer starken Bauindustrie.